Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen beim Survival-Willi hier mit Katzi und ihrem Co-Katzi. Das Co-Katzi kommt jetzt natürlich auch erstmal wieder beiseite. Ich stelle sie mal hier irgendwo hin, wenn sie dann Bock hat, stehen zu bleiben. Gut, Katzi müde, Katzi schlaf. So, ja, wir haben mal wieder ein bisschen Schnäppchen-Shopping gemacht auf unserer Lieblingsplattform hier, ne, bei The Prime mit The Smile und so. Ihr kennt Amazon ja noch. Und zwar haben wir uns gedacht, weil wir Licht ja so toll finden, Katzi und ich, wir gucken mal, was es da günstig gibt und testen das einfach mal aus. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, positiv überrascht. Denn ich habe, nicht wundern, der Karton, wenn ich Sachen auspacke, die Kartons gehen immer kaputt. Ich habe die Maike entdeckt, oder eher gesagt eine Campinglampe von Maike. Das ist ein chinesischer Hersteller, also einfach nur Miike. Und es ist, wir holen sie mal raus da. Es ist so eine tolle kleine so ein Arbeitsscheinwerfer mit Powerbank integriert. Der hat so eine 10.000 mAh Powerbank drinne, kann man dann hier so schön aufstellen. Ja, mein Würfel hier ist ein bisschen uneben. Seht ihr, wenn das glatter Boden wäre, wird das halten. Man kann es auch noch festschrauben. Seht ihr, jetzt habe ich es lockerer gemacht. Wenn man es ein bisschen fester macht, hält es auch. Aber nee, für mich ist ja nur wichtig, da kommt Licht raus. So, ja, das gute Stück kommt in so einem wunderschönen klimaneutralen Pappkarton hier so drin, ne? In dem klimaneutralen Pappkarton ist halt die Lampe an sich selber auch schon und so eine tolle Mackie Betriebsanleitung. Braucht der Survivalist der Zukunft nicht, weil wie eine Lampe funktioniert, sollte man auch wissen, weil wenn ihr das nicht mehr hinkriegt, alleine so eine Lampe zu benutzen ohne Anleitung, Leute, dann ist in eurem Leben gewaltig was verkehrt gelaufen. Dann ist natürlich wieder noch so ein tolles Ladekabel dabei gewesen. Ich lasse das jetzt zugebunden, weil kommt in meine Ladekabelkiste. Bei jedem Artikel ist ein Kabel dabei. Also Ladekabel, wenn die Welt mal untergeht und nichts mehr produziert wird. Ladekabel habe ich. Da komme ich also sehr lange mit durch. Ja, warum habe ich mich für das Lämpchen entschieden? Es ist ein Arbeitslicht mit USB-Ladungsmöglichkeit und auch Solarladung. Ist hier hinten drauf so ein, ja, ihr kennt diese 1,5 Watt möchte gern Solarpanels, die da hinten drauf sind. Klar, man kann es dann im Sommer wahrscheinlich mit viel Glück kann man es da hinlegen. Aber ich würde mal sagen, wenn es den ganzen Tag in der Sonne liegt, viel wird es nicht bringen. Aber ist halt, mein Gott, eine kleine lustige Zusatzfunktion für unsere Solarfetischisten wahrscheinlich noch genau richtig, ne? Auch wenn die echten Solarpanels natürlich viel geiler sind. Habe ich ja auch alles da, wie ihr wisst. Ja, es hat unten noch ein kleines Gewinde verbaut. Könnte man also auf so ein Stativ stellen, wie ihr das von den Baustrahlern kennt, ne? Von den richtigen Baustellenbeleuchtern. Unten drunter ist, ja, mit so einem kleinen Gumminüppel-Dübbel hier die Ladefunktion versteckt. Hier wollte ich gerade sagen, die Ladebuchse und auch nochmal so ein USB-Port, wenn ihr andere Sachen laden wollt. Das kennen wir ja bei den ganzen Geräten mit Powerbank integriert. Da kann man halt auch sein Smartphone im Notfall mitladen, wenn man halt kein Licht braucht. Ja, ich gehe davon aus, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auf der Shopseite nicht gefunden und da ich mir ja solche tollen Bedienungsanleitung auch nicht durchlese, habe ich es halt da auch noch nicht so wirklich gesehen. Aber da wir ja hier unten schon mal hier dieses Gummischutzding haben und das gute Stück, ja, hier übrigens gerade rot leuchtet, das wundert mich, dass es jetzt rot leuchtet. Oder ist es einfach nur durchs Licht, weil ich denke mal nicht, dass eine Raumlampe jetzt hier das Solarpanel betreibt, das wäre lustig. Aber es leuchtet tatsächlich rot. Ja, doch. Aber es leuchtet rot. Ich denke mal, grün wäre wichtig, wenn es laden würde, weil bei Raumlicht, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, ob eine normale Lampe ein Solarpanel betreiben kann. Ich glaube nicht. Naja, wo ich hin wollte, war eigentlich,
durch dieses Gummipenübelchen hier, ne, diese Gummiabdeckung hier auf den Ladebuchsen, gehe ich davon aus. Klar, tauchen sollte damit nicht, aber ich denke mal, dass die Spritzwasser geschützt sein sollte, auch gegen Staub. So ein bisschen, weil ihr habt keine anderen Zugänge. Ne? Das Gewinde ist eine eigene Sache für sich. Ich meine, wenn da mal Wasser reinkommt, ja, mein Gott, was soll im schlimmsten Fall passieren? Also, das Gewinde wegrostet, wäre jetzt kein Weltuntergang. Ihr habt diese kleinen Metalldinger hier an der Seite, die sollen magnetisch sein. Ich glaube nicht, dass die das Gewicht von der Lampe halten, aber gut, in Position halten werden sie schon. Ja, und es gibt halt. Es macht einfach Spaß, jetzt wo ich es festgemacht habe und das Schwergängige geht. Naja. Ja, die wunderschöne Lampe, ich schaue gerade mal rüber, die kriegt ihr im Moment für 30 Euro. Es gibt aber einen 20% Rabattcoupon, also circa 25, 26 Euro, je nachdem, wo die Preisschwankung liegt. Kriegt ihr die, das heißt, in der Inflation recht günstig. Genau, das wollte ich mir nochmal angucken. Es gibt halt 4 Lichtmodi und 5 Helligkeitsstufen. Die bewerben das gute Ding mit 10 bis 100 Stunden Laufzeit. Ihr kennt mich, niedrigste Stufe gucke ich mir immer an, weil wenn ich da bis zu 100 Stunden Licht rausholen kann in der niedrigsten Stufe, ist das natürlich super. Wir haben halt dieses, ja, ich sage immer dieses Industrielicht, dieses hellweiße Licht, dann habt ihr dieses warmweiße Licht und nochmal ein Mix aus beidem. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das Warmweiße verbraucht mehr Energie, habe ich mal gelesen. Deshalb benutze ich meist immer auch vom Licht her dieses Kaltweiße. Jetzt fällt es mal ein Kaltweiße Licht. Ob das noch so stimmt und aktuell ist, ich weiß nicht. Die Leuchtmittel verändern sich ja auch und werden besser. Ne, ist ja wie mit Batterien. Früher liefen die Dinger, die alle 1,5 Jahre aus im Schrank und heute sind die halt tatsächlich, wenn du sie frisch kaufst, einige Jahre haltbar. Ich habe letztes Jahr Batterien gekauft, die waren bis 2,31 haltbar, also von 23 bis fast 8 Jahre kann man die laut Hersteller im Schrank liegen haben. Ich würde sie zwischendurch immer mal auswechseln, aber man kann sich tatsächlich jetzt echt schon bevorraten. Ja, wir gucken uns mal weiter den Karton an. Denn dieser wunderschöne Karton, der zeigt da schon einiges. Erst einmal, ja, steht wieder drauf, es ist ein Arbeitslicht, ne, USB und Solarpower. Aber hier die Bildchen, deshalb meine ich auch, so ein Regen soll es abkönnen, schwimmen gehen sollte man mit dem Ding natürlich nicht, aber so ein Regen oder ein Sturm oder sowas soll es abkönnen. Denn auf diesen kleinen tollen Bildchen sind einmal drauf, dass es, ja, ein Bergsteiger hat es dabei, ein Camping ist da abgebildet, zum Nachtangeln haben die auch geschrieben auf der Shopseite, klar. Reparatur, wenn du am Fahrzeug was machen musst, hast du Licht in den Baustellen geeignet, also denke ich mal auch staubgeschützt, weil was bringt es mir auf der Baustelle, wenn ich da einmal ordentlich am Rumhämmern bin, ja, da kommt die Staubwolke und das Ding explodiert, also gehe ich mal stark davon aus, staubgeschützt ist es. Wäre mal toll, wenn man es auf seine Shopseite auch gleich draufschreibt, ist das 1A Werbung, oder? Spritzwasser geschützt, IP irgendwas und staubdicht. Vielleicht war ich auch einfach nur zu blöd und habe es überlesen, ja? Ist halt eine A-LED von der Energieklasse her. Ja, ganz rechts neben der Baustelle ist auch noch Grillsymbol abgebildet. Also falls ihr nachts mal auf die Idee kommt, ihr müsst grillen, könnt ihr die Lampe auch neben den Grill stellen. Ja, na klar. Ne, wenn es beim Camping geht, geht es auch beim Grillen. Bitte nicht drinnen grillen. Ich habe gehört, es gibt wirklich Menschen, die ja, sind dann dabei schon umgekommen, weil sie ihren tollen Kohlegrill dann. Ich liebe Kohlegrills, ja, nicht negativ verstehen jetzt. Im Haus aufstellen, am besten Fenster geschlossen und sich dachten, warum habe ich plötzlich Kopfschmerzen? Hey, warum wird mir schwindelig? Warum kippe ich um? Der Grill kippt mit um. Oh nein, jetzt bin ich verbrannt. Also Leute, immer Safety first. Ne? So wie Katzi ja auch immer auf Sicherheit bedacht ist. An der Seite vom Karton steht dann nochmal was Tolles drauf. Einmal der Produkttyp. Ich denke mal, damit meine ich halt die Bezeichnung. Produkttyp wäre für mich ja, es ist eine Lampe, ein Arbeitslicht. Aber hier ist noch einmal SWL-FL01, also die Bezeichnung des tollen Artikels. Dann haben wir USB-Power 5 Volt 2 Ampere. Dann haben wir hier Solarpanel mit 5,5 Volt, ja, und 1,5 Watt. So, 1,5 Watt. Naja, für den Ernstfall, wenn man es den ganzen Tag in die Sonne legen kann, kann man da ein bisschen was rausholen. Habe ich ja schon erwähnt. Eher Spielzeug. Dann gibt es halt die 5 Lichtlevel. Ja. 100%, 75%, 50%, 25%.
Ach so, und 10%. Ja, ich wundere mich gerade. Ja, das Auge spielt mir wieder hier einen Streich. Ich dachte gerade, warum steht da minus 10%? Das wäre ja dann, ja, stell auf minus 10, das Ding lädt sich oder was? Nein, soll ein Bindestrich sein. Dann habt ihr vier Modis. Ne? Ihr habt diesen Cool White Modus, dann habt ihr Neutral White, Warm Weiß und ja, Red and Blue Flashing, also diese tolle amerikanische Polizeimodus habt ihr da auch drin. Wenn ihr mal einen Unfall habt, könnt ihr das Ding, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, wenn ihr es aufs Dach stellt und das Ding blinkt rot-weiß. Solltet ihr vorher googeln, ob es bei euch erlaubt ist. Aber so als Partydekoration könnt ihr das natürlich hinstellen, wenn ihr es nicht im während der Fahrt macht, weil ich weiß echt nicht, wie es ist auf einer Unfallstelle, wenn ihr da so rot-weißes Licht aufstellt. Wobei gut, unsere Polizei ist halt eigentlich blau. Ja. Also Red and Blue, ja, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Also da schreibt mir mal in die Kommentare, ob man das überhaupt darf, wenn man einen Unfall hat, dass man das da so hinstellt, rot-blau leuchten. Nicht, dass da nachher noch, sag ich mal, die Polizei kommt, ne? Die machen dann da ihr Hilfsding und sagen, ach, guck mal hier, das dürfen Sie nicht. Bam, hast du noch gleich ein Bußgeld. Ja, super, das gebrochene Bein reicht ja auch noch nicht. Und der totale Schaden am Auto. Ja. Dann steht hier noch was im. Wo bin ich jetzt hier? Im Kleingedruckten. Oh, sorry Leute, mein Hals. Ich bin hier irgendwie alle 4 Wochen krank. Ich habe keine Ahnung, was in meinem Hals los ist. Ne? Also mein Immunsystem schwächelt so ein bisschen. Ja, die üblichen Dinger wieder, ne? Man soll ans Recyceln denken, nicht in die Mülltonne schmeißen. Dann habt ihr hier ja, Zentec Recycling, wahrscheinlich irgendeine Recyclingfirma, die sich da anbietet. Dann habt ihr hier noch so ein ISO, boah, Leute, ich druck das auch immer kleiner, ne? 9001, glaube ich. Dann habt ihr hier noch so ein PSE-Siegel drauf, dann, ne? UKCA ist drauf, CE, China Export. Also einige Prüfsiegel und das Schöne, die geben 2 Jahre Garantie, habe ich gelesen im Internet. Ja, also steht drauf, 2 Jahre Garantie. Ist, wie gesagt, dieser Mikey-Hersteller, die machen noch viel, viel mehr. Ne? Die machen so Solarlampen für den Garten, die machen Baustrahler, die machen also, ist eine Lichtfirma, die echt ein bisschen größer ist, auch wenn es aus China ist. Meine, was kommt heute nicht aus China? Da sollte man diese blöde Vorurteilsspruch mal weglassen, weil je nachdem, was du dem Chinesen an Geld gibst, liefert ja auch die passende Qualität. Ja. Also Leute, ne, Kopf hoch, das ist ein tolles Lämpchen. Wir gehen natürlich gleich wieder mit Katzi in den Testroom und knipsen da die Leuchtmodi mal durch. Ich packe das, die Anleitung packe ich mal in den Karton. Das Kabel kommt wie gesagt gleich hier in meine Kabelbox wieder rein, weil ich habe alles immer, meine ganzen Ladedinger und meine Powerbanks und sowas habe ich alles in so einer Box, damit ich es auch alles schnell im Griff habe. Gerade Ersatzladekabel und so weiter. Wenn man ein Ladekabel braucht, dann muss man die ewig durch Schubladen suchen. Da weiß man, aha, durchsichtige Box. Ja, ich würde sagen, Katzi und ich gehen jetzt gleich in die Testzone. Ich zeige euch bei der Verabschiedung. Ja, bye bye, Hollywood Hills. Nein, nicht Hollywood Hills, wollen wir jetzt nicht mehr. Zeige ich euch nochmal ganz kurz. Uah. Zeige ich euch die Maike nochmal von nahen. Ne, hier die LEDs. Dann habt ihr unten, wie gesagt, das Gewinde. Dann habt ihr hier diesen Gummischutz. Ja. Ne, immer mit Protection und so. Ne, darunter halt die beiden Lade- und Entladebuchsen, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder Ports oder wie auch immer man das heute nennt. Die heulen einem gleich mal gleich die Ohren voll. Auf der Rückseite halt dieses 1,5 Watt Solarpanelchen. Dann habt ihr hier die Leuchtfunktionsknöpfe halt einmal an, dann den Lichtmodus halt, ne, die Lichtfarbe nenne ich es jetzt einfach mal, und die Helligkeitslevel. Und daneben habt ihr halt hier nochmal so eine Anzeige. Kam übrigens voll geladen, das Ding, was mich wundert. Normalerweise haben die mal so 75%, die kam voll. Und hier auch dieses, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht, dieses rot leuchtende Lämpchen. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt, na gut, jetzt hier am Fenster vielleicht, aber. Ich denke mal, rot heißt nicht laden oder so. Keine Ahnung, ob es jetzt einfach nur Reflexion ist. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich werde das Solarding nicht benutzen. Ich lade das Ding alle 3 Monate nach. Hab's für die Garage gekauft. Wenn wir da mal irgendwie am Werkeln sind und Licht brauchen, irgendwo in der Ecke, wo die normale Lampe nicht so gut hinkommt, kann man das Ding dazustellen oder halt im Blackout oder wenn man halt am Renovieren ist, baustellenmäßig, ne, die Lampen abgebaut hat, dass man da Licht hat.
Und. Oder fürs Camping halt, wenn man halt das Camp ausleuchten möchte. Großspurig, wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, wie hell das Ding wird. So, liebe Willi und die Katzis sagen, ja, bis gleich in der Dunkelheit. Ja. Ja, moin moin Leute, hier ist euer Soweit Willi in der Dunkelheit mit Maike. Wir starten Maike einfach mal durch gedrückt halten des Lichts, durch des, ja, Einschalters. Oh, ich habe schon so viel mit dir rumgespielt, da haben wir schon glatt 25% fast verloren. Ja, und wie gesagt, wir haben hier unseren Einschalter, den habe ich eben benutzt, denn unseren, ja, Modusschalter, da können wir jetzt mal durchschalten. Seht ihr, dann haben wir dieses tolle, ja, Warmweiß, dann haben wir noch so ein dunkleres Warmweiß. Dann haben wir hier das Police Officer Light. Oder halt auch das Kaltweiß wieder. Ja. Kann man halt durchklicken. So, und die Lichtmodi haben wir halt auch, die man da so durchgehen kann, ne? Schön hell, dunkler, dunkler, dunkler. Und ich würde mal sagen, dieses Dunkle, ne, überleg mal, ne? Das ist wieder das ganz Helle. Also das ist jetzt hier so das Dunkelste, was das Ding kann. Und es leuchtet halt den kompletten Raum aus, wie normales Licht. Und wenn ich da bis zu 100 Stunden waren das, glaube ich, rauskriege mit der niedrigsten Helligkeitsstufe, reicht mir das vollkommen aus. Würde ich mal sagen, Leute, das ist eine gute Investition. Und wir schicken, da oben ist übrigens wieder Mini-Katzi, wir schicken Katzi zurück in die Dunkelheit.